Such eine Ebene f, die senkrecht auf e steht. Und Skizze machen. Also e ist in normalen Vektorform hier da. N kenne ich. Und ich suche ein f, das senkrecht steht. Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten. Das könnte so stehen und das könnte auch irgendwie so stehen. Genau. Und ich gehe jetzt mal immer zuerst Richtung normalen Form. Das heißt, ich brauche jetzt hier einen neuen Normalen. Nennen wir mal m. Das ist unser neuer normalen Vektor. Und das Besondere ist, mein neuer normalen Vektor von der neuen Ebene, ja, also dieser m, der soll senkrecht stehen auf n, ja, wenn die beiden aufeinander senkrecht stehen, stehen auch die Ebenen aufeinander senkrecht. Und den n kenne ich, den kann ich ja ablesen da, das ist 3 minus 2, 1, also 3 minus 2, 1. Und bei senkrecht geht man immer auf das Skalarprodukt m, Skalar n muss 0 sein. Also ich suche irgendwas. 3 minus 2, 1, Skalar, ja, dass es 0 gibt. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt ja ganz viele, die da senkrecht stehen. Aber ich probiere jetzt mal so 3 mal hier 2, hier 3, hier 0. Das ist so trickig. Ich verdrehe die 2 und drehe ein Vorzeichen um. Dann habe ich nämlich 3 mal 2 ist 6. Also das ist so das erste. 3 mal 2 ist 6. Dann hier die nächste Zeile, minus 2 mal 3 ist minus 6 und die nächste Zeile ist 0 und es ist 0 und ich habe meinen Vektor gefunden. Ja, jetzt kann ich jetzt, also ich weiß jetzt schon mal, wie das ausschaut. Also f ist, ich könnte es jetzt mal so hinschreiben, ja, so. 2, 3, 0, Skalar, x, minus und den Punkt natürlich, der war, glaube ich, 4, 3, 2. Ja. So. Hier bin ich. 4, 3, 2 ist 0. Und damit bin ich eigentlich fertig. Ich möchte noch einen zweiten Trick zeigen. Ich könnte es auch in der, so als Gleichung schreiben. Und zwar 2x1 plus 3x2 plus 0x3 plus, kenne ich nicht, ist gleich 0. Und dafür dieses, das ist meine Ebene f, ja, und für dieses kenne ich nicht, könnte ich ein a hinschreiben und könnte den p ist 4, 3, 2 einsetzen. Also 4 hier einsetzen und den 3 hier einsetzen, der ist ja egal und dann kriege ich mein a nämlich raus. So, Platz machen, so weiter. Also los geht's. Meine Ebene F, Doppelpunkt, 2 mal 4 plus 3 mal 3 plus A gleich 0, A gleich 8, 17 gleich minus 17. Und damit hätte ich auch diese Gleichung. Ich muss hier nur so also ein minus 17 hinschreiben. Und damit hätte ich das in einer Gleichung, Koordinatengleichung.